Update Architektur. Als ich das Motto der diesjährigen AJA zum ersten Mal gelesen habe, habe ich überlegt, welches Update die Architektur in Zukunft gebrauchen könnte. Und mir kamen viele Themen in den Sinn. Doch je länger ich über einzelne Aspekte nachgedacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, wie wenig ich teilweise über die Arbeit der anderen weiß. Die Arbeit der anderen, unsere Welt, die sich immer schneller verändert, ist nicht so einfach. Und gerade wir Planer dürfen es uns in Zukunft nicht so einfach machen. In einer Welt, in der Unterschiede, wie beispielsweise in der Herkunft oder in der Religion, mehr zu zählen scheinen als Gemeinsamkeiten, stellt sich die Frage, welche Rolle wir Planer übernehmen. Welche Bedeutung haben wir Planer für eine Gesellschaft, die divers ist und die demokratisch ist? Ich glaube, dass unsere Chance darin liegt, Gemeinsamkeiten zu erkennen und unsere Umwelt als Einheit zusammengedachter Räume zu planen. Wie also schaffen wir es, die interdisziplinäre Zusammenarbeit von der heute oft noch vorherrschenden Ausnahme schon durch das Studium in die DNA und in die Identität von uns Planern zu integrieren? Ich glaube, dass es dabei vor allem sehr wichtig sein wird, dass wir das Bewusstsein schaffen für die sowohl politischen als auch kulturellen als auch ökonomischen und ökologischen Aspekte, die wir alle teilen als Planende, sowohl im Urbanismus als auch der Landschaftsarchitektur als auch in der Architektur, und dass wir erkennen müssen, dass unsere eigenen Berufe weit außerhalb dessen gehen, was unsere eigentlichen Felder betrifft. Auf eine Zusammenarbeit sind wir angewiesen, gerade auf die Zukunft, die so unendlich viel komplexer wird, als sie das bisher noch ist. Und aus der Zusammenarbeit kann sehr, sehr viel Verständnis entstehen und eine grundlegende Bereitschaft, um Neues zu schaffen. Das eigene Thema von Stadt der Zukunft, von diesen alle Bereichen dazwischen, Ökonomie, Wirtschaft, soziokulturelle Dinge, Architektur, Urbanistik und Landschaftsarchitektur und Freiraum sind super wichtig für die Stadt der Zukunft. Und wir müssen zusammen dazu arbeiten und zusammen dazu untersuchen, unter unserem Studium. Und deswegen müssen wir jetzt weiter diskutieren, wie arbeiten wir weiter, um diese ideale Stadt der Zukunft zu erreichen. Ivan, du hast ja, Julius und ich haben ja zusammen an der TU studiert. Wir hatten ja auch teilweise auch Kontakt, also ich als Landschaftsarchitekt und er als Architekt. Du hast in Russland studiert, in Moskau. Wie ist es dort? Gibt es dort das Studium der Landschaftsarchitektur und der Architektur? Weil es in vielen Ländern ja so ist, dass es zum Beispiel nur die Architektur als Studium gibt, aber es nicht die Landschaftsarchitektur gibt. Das ist dann nur ein Semester oder ein Kurs. Wie ist das in Russland? In Russland, das ist ganz anderes als hier in Europa, kann ich sagen, auf jeden Fall, weil wir haben in unserer Universität eine einzelne Branche, die heißt Architektur. Und nur später, nach diesem Jahr, kannst du entscheiden, ob du willst im Städtebau tiefer gehen oder in Architektur oder in Public Spaces. Aber im Prinzip gibt es keine ehrliche Branche Landschaftsarchitektur wie hier in Freising zum Beispiel, wo ihr habt eine große Fakultät von Landschaftsarchitektur und sie können zusammen mit Architekten arbeiten. Wir haben diese Branche getrennt, es gibt diese, aber es kommt zusammen mit Life Sciences, Biologie und Naturwissenschaften in einem getrennten Uni, und sie kommen nicht zusammen und sie arbeiten nicht zusammen mit uns. Das ist ein super schwieriges Thema und das ist ganz anderes als hier. Wo ich als Urbanist kann ein Projekt im Landschaftsarchitekturbereich machen, wo ich kann tiefer gehen in Architektur und da etwas machen, oder wir können zusammen etwas entscheiden. Glaubst du, dass das die Planung in Russland beeinflusst, also dass gewisse Themenbereiche nicht abgedeckt werden durch dieses einseitige Studium? Ich habe nicht sehr gut verstanden, was du meinst. Ist das, also bedeutet das, glaubst du, dass in Russland, weil eben das Studium der Landschaftsarchitektur dort nicht mit dem Studium der Architektur verknüpft ist, glaubst du, dass das in Projekten sichtbar wird? Ja, das ist super sichtbar. Jetzt ist es ein bisschen verändert. Es ist besser, weil viele Ideen von Europa und der ganzen Welt kommen nach Russland und man versteht, dass man soll etwas mit Freiraum tun. Und das ist ein großes Thema, wenn Architekten sollen
selbst etwas entscheiden und selbst mit Freiraum arbeiten. Und dann kommen die Biologen später und sie sagen einfach, welche Bäume und welche Arten von Bäumen nehmen wir als Architekten. Und das ist ein großes Problem, weil wir entscheiden gerade in unserer Arbeit und wir lernen durch unsere Arbeit in Moskau nicht wie hier, wo Architekten können plänerische Sachen auch studieren. Ich glaube auch, das ist in Deutschland schon ein bisschen anders und ich glaube, da ist schon mehr Interdisziplinarität da. Aber wie siehst du das, Julius? Müsste es nicht eigentlich noch mehr geben? Ich hatte mir überlegt, vielleicht wäre es gut, wenn, also dieses Thema des Freiraums definieren wir alle sehr, sehr unterschiedlich, sowohl in den verschiedenen Maßstäben als auch wir arbeiten alle unterschiedlichen Maßstäben und mit unterschiedlichen, ich möchte jetzt nicht sagen Arten, wie wir Menschen behandeln, aber wir haben alle sehr, sehr unterschiedliche Ecken, aus denen wir kommen und behandeln am Ende doch ein sehr ähnliches Thema. Und gerade wenn Freiräume mehr und mehr politisch auch erfasst werden und erfasst werden müssen, frage ich mich, ob es nicht Sinn machen würde, sogar das halbe Jahr oder ein Jahr, welches wir im Ausland verbringen, in München zum Beispiel, oder welches man nach dem Studium absolviert, entweder zu Hause oder im Ausland, wenn man das nicht in einer anderen Profession verbringen müsste. Also ich müsste jetzt zum Beispiel ein halbes Jahr in der Landschaftsarchitektur verbringen. Gut, Ivan, du machst den perfekten Weg schon natürlich und gehst jetzt noch in den Urbanismus. Aber ob wir nicht ein viel umfassenderes Bild haben sollten von den Begriffen, auch die wir benutzen und den Themen, denen wir uns jeden Tag begegnen. Weil wir sehen das ja hier, wie diese Themen sich verändern können innerhalb der vielen Jahre und wie sich diese Themengebiete auch überlagern können in den Projekten am Ende. Ja, ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das, was du ansprichst, dass wir eigentlich an der gleichen Sache arbeiten, das stimmt nämlich, denn wir alle haben dieses Werkzeug des Entwerfens. Das heißt, wir haben eine nonverbale Sprache, die wir gemeinsam entwickeln. Und das ist die Grundlage, die wir haben, aber wir behandeln andere Aspekte. Das heißt, man sollte sich ja einfach darauf verständigen oder auch mit diesem Wissen leben, dass wir alle mit dem gleichen Werkzeug arbeiten, dass wir alle die nonverbale Sprache sprechen, ob wir das jetzt im gebauten Raum oder im Freiraum oder in der Konglomeration von gebautem und Freiraum verhandeln. Und das, was du mit dem Praktikum sagst, ist eigentlich sehr richtig, weil ich habe mein Praktikum in Holland gemacht und es war ein Städtebaubüro. Also es haben Landschaftsarchitekten, Architekten und Urbanisten dort zusammengearbeitet. Und das hat ein ganz anderes Gefühl von dem Projekt gegeben. Also wie der Raum in den Projekten verhandelt wurde, dass es eben nicht nur der Freiraum war, der jetzt in Kooperation mit anderen Architekturbüros gebaut wurde, sondern dass der gesamte Raum gemeinsam verhandelt wurde. Ich glaube, das hat einen sehr großen Unterschied gemacht am Ende in den Projekten. Was ich mich frage, ist, wenn wir jetzt zum Beispiel den Urbanistik-Masterstudiengang ansehen, könnte es nicht schon den Urbanistik-Bachelor-Studiengang geben? Also bräuchte es nicht diese Zusammenarbeit von Anfang an? Oder braucht es aber vielleicht genau das Gegenteil, die Spezialisierung, dass man nicht alles und nichts am Ende lernt? Das ist für mich eine Frage, die sich stellt. Vielleicht kannst du das auch ganz gut beantworten, weil du ja erst das eine gemacht hast und jetzt tatsächlich in diesen größeren Maßstab, in den Urbanistik-Masterstab gehst. Für mich, das ist schwierig zu sagen, weil ich habe in Bachelors stark in Architektur vertiefen und Städtebau und ich habe schon einen Hintergrund und das hilft mir sehr, sehr gut in meinem weiteren Studium, weil ich kenne schon von Architektur und wenn ich zu dieser großen Stadtebene gehe, diese Erfahrung hilft mir weiterzuarbeiten, weil ich kenne die Typologien von Architektur, ich weiß wie das arbeitet. Und ich kann das sehr gut nutzen. Deswegen, für mich, das ist eine Frage, wenn man Urbanistik lernt, vielleicht, wie du hast schon sehr gut gesagt, vielleicht kennt man nichts am Ende, weil er ist teilweise Soziologie, teilweise Architekt, teilweise Landschaftsarchitekt, teilweise wirtschaftlicher Mann. Und man kennt sehr kleine Stückchen und kann alles dirigieren sozusagen und steuern. Aber wenn wir tiefer gehen in eine Sache, braucht man Hilfe, auf jeden Fall. Man kann sehr gut als Urbanist, als Mediator sozusagen zu arbeiten. Ja. Steuern die Prozesse, sammeln Menschen, weil es gibt nicht so viele Projekte im großen Maßstab für jede Stadt. Und das ist auch gut, wenn wir von dieser Ebene tiefer gehen. Auf jeden Fall. Also weiter diese Ideen von größerem Maßstab in diese Details bringen. Ja. Das finde ich super wichtig, weiterzumachen. Ja. Was ich da gerade sehr spannend finde, ist, dass gerade in der Architektur nahezu alle großen Neuprojekte immer aus einer Partnerarbeit bestehen. Also entweder es sind Architekturschaffende und Landschaftsarchitekturschaffende
die nahezu immer auch von einem städtebaulichen Büro beraten werden. Also ich habe das Gefühl, in der Realpraxis, zumindest im städtischen Kontext vor allem, ist diese Zusammenarbeit schon absolut vorhanden. Und auch seit Jahren hat sich das schon etabliert, diese Zusammenarbeit. Und da finde ich es so spannend, dass wir das erst kennengelernt haben, nachdem wir im Ausland waren oder in unseren Büros Zeit verbracht hatten. Und davor in der Akademie, jetzt auch in den anderen Universitäten im Ausland, war das immer so ein bisschen schwierig gewesen. Und ich frage mich, ob das genau daran liegt, dass wir diese Spezialisierung brauchen und erst dieses grundlegende Fachwissen brauchen oder wollen, oder ob wir uns mehr zutrauen könnten als Studierende. Ja, ich habe das Gefühl, dass es eine Mischung aus beiden ist, weil an der TU München finde ich es, glaube ich, insgesamt, wenn man sich den ganzen internationalen Kontext jetzt in Europa mal anschaut, sind wir doch schon relativ interdisziplinär ausgelegt, weil ich erinnere mich an das Städtebausemester im vierten Semester, wo Architekten und Landschaftsarchitekten zusammenarbeiten. Und ich fand dieses Semester so wahnsinnig befruchtend, weil man einfach gemerkt hat, weil man einfach über den eigenen Tellerrand rüberschauen musste. Und man hat gemerkt, was auch in der anderen Disziplin möglich ist und was nicht. Das heißt, man wurde einfach auch mal mit der Realität der anderen Disziplinen konfrontiert und hat gleichzeitig dann, ich als Landschaftsarchitekt, habe die Architekten mit meiner Disziplin konfrontiert. Und es hat unglaublich viel Reibung gegeben, war aber umso wichtiger, weil es doch eben diese Zusammenarbeit geben muss. Und was du sagst als Mediator, du hast das Stichwort Mediator gesagt, ich finde, das ist ganz wichtig, denn wir arbeiten oftmals aus so einer Planersicht heraus, wir planen das jetzt, aber wer vermittelt denn eigentlich den Freiraum oder den Raum? Das sind ja nicht wir, die Menschen, die ihn beleben sind, ist. Und ich glaube, dass wir als Gemeinschaft oder in der gemeinschaftlichen Arbeit viel stärker noch daran arbeiten können, dass wir verschiedene Disziplinen zusammenbringen und dass wir tatsächlich als Mediator arbeiten. Also dass nicht wir alleine den Raum verhandeln, sondern dass wir den Raum vermitteln, dass Menschen ihn verhandeln können. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Tatjana Bilbao, die sagt, dass wir Architekten, Landschaftsarchitekten und Urbanisten nicht die Illusion haben sollten, dass wir den Raum erschaffen. Wir können nur eine Plattform für Menschen bieten, dass diese Menschen die Chance haben, den Raum für sich selber zu verhandeln. Und in der Hinsicht finde ich es so wahnsinnig wichtig. Warum sitzen hier nicht noch Soziologen oder andere Geografen? Es gibt noch so viel mehr, die man eigentlich zusammenbringen müsste. Hast du das im Urbanistikstudiengang, erlebst du das, dass auch man über sozusagen diese drei Disziplinen Architektur, Landschaftsarchitektur und Urbanistik noch hinausgeht, dass andere Disziplinen wie zum Beispiel Biologie, Geografie, Landschaftsökologie dazukommen? Ich stimme dir nicht zu, dass Soziologen kommen nicht, weil bei uns, unter uns in Urbanistikfakultät, gibt es auch Geografen und die Menschen, die mit Soziologie sich beschäftigen, haben früher im Bachelor. Ich habe zwei oder drei Kolleginnen jetzt, die schon in diesem Feld hat ein bisschen sich beschäftigt. Aber es ist auch schwierig, weil von jedem Menschen, also von jeder Branche, braucht man auf jeden Fall am Ende diese Stärke, digitale Darstellung und Kenntnisse. Deswegen ist es schwierig, halt auch weiterzuarbeiten. Aber das ist ein sehr guter Austausch von Kenntnissen. Das gefällt mir sehr. Ja. Aber das ist doch vielleicht gerade die Stärke von interdisziplinären Teams, dass nicht jeder diese geografische oder diese, vielleicht nicht die grafische, sondern viel eher die entwerferische Ausarbeitung hat. Der Entwurfsprozess ist ja das eine. Aber die Kenntnis dafür zu sammeln, wie die Lebensrealität der Menschen ist an dem Ort, an dem man arbeitet, das können wir ja manchmal gar nicht erfassen, weil wir doch eben nicht diese Profession haben. Deswegen denke ich mir, dass es vielleicht schon gut wäre, dass es eben größere interdisziplinäre Teams gibt, wo man dann sagt, in der Analyse arbeiten gewisse Leute zusammen, als auch im Entwurf und Konzept dann. Denkst du, dass es da mehr auch an der TU geben müsste, nicht? Ich glaube schon. Ich glaube auch für die Interdisziplinarität, wenn wir das weiter fördern müssen, gerade für einen futuraktive Herangehensweise, sollten wir uns viel mehr Elastizität gerade in den Entwurfsmethodiken zutrauen. Also wir dürfen auch Schwäche zeigen darin, wie Produkte, um das so zu nennen, am Ende aussehen. Und ich glaube, wenn wir uns diese Schwäche zutrauen, schaffen wir es konzeptuell viel weiter zu gehen, als wir das bisher tun. Und das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß, wenn wir das erste Mal komplett Neues betreten, das Semester im vierten Semester, das macht ja deswegen so viel Spaß. Ja. Das ist sehr, sehr anstrengend, aber toll. Und ich glaube, es wäre gut, wenn man damit noch zumindest im Bachelor, in diesem Grundstudium, öfter
ich sage jetzt, herausgefordert werden würde davon. Es ist eine Herausforderung, die wird es ja auch später im Berufsleben sein. Und ich glaube, das macht das so wertvoll. Also im Urbanismusmaster sieht man das dann ja jeden Tag, wie zäh oftmals das erste Semester sein kann, wenn man mit Geografen, Biologen, mit so vielen Professionen zusammenarbeitet. Und dafür diese Bereitschaft zumindest zu schaffen, finde ich, sollten wir im Grundstudium auch schon bereit sein. Ich glaube, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort. Danke an euch beide. Danke Ihnen. Vielen Dank.